Also wenn die beste Karte deines Sets eine Common ist, die vor über 4 Jahren geprintet wurde und das deine Chase-Karte ist, hast du wirklich andere Probleme in deinem Set. Geiles Ding, du. Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sobertin und heute werden wir einmal die Frage klären, solltet ihr Ancient Guardians kaufen? Erstmal ganz kurz zum Set. Das Set erscheint diese Woche am 6.5. und es hat 60 Karten, 15 Collector Rares, ein paar Rares drin, drei neue Archetypes und einige Reprints, die halt gecatert sind zu den Archetypes und ein paar Random Reprints mit einer höheren Rarität, was irgendwie ganz witzig ist. Ja, die neuen Archetypes. Fangen wir mit denen einmal an. Wir haben einmal die drei neuen Archetypes drin. Der erste Archetype ist Ogdoadic. Das ist der Abyss-Archetype, der vorher so hieß, der jetzt anders heißt. Das ist der Reptile-Archetype, der aus dem Friedhof sich Spezialbeschwören kann und blablabla. Der ist ganz okay, der ist jetzt nicht scheiße, der ist ganz in Ordnung, der interagiert mit der Karte Snake Rain. Snake Rain ist eine ganz gute Karte, die by the way übrigens auch in dem Set drin ist, als Collector's Rare. Also für alle, die sich jetzt die Karte gekauft haben, weil sie dachten, boah, die wird richtig teuer. Sorry, Bro. Dann haben wir den nächsten Archetype, Zulfa Court. Ein Pendel-Archetype, nicht wirklich viel tut, du kannst halt nur die Zulfa Court Monster beschwören. Basiert so ein bisschen auf Musiknoten, erinnert mich ein bisschen an Melodious, wenn ich ehrlich bin. Ist auf jeden Fall kein guter Archetype. Er macht ein bisschen Stuff, aber er macht halt nicht genug eigentlich. Und dann haben wir den Orosatic-Archetype, oder wie man ihn auch immer benennen möchte, mit dem Synchromonster, was ein Level-1-Synchromonster ist, die quasi alle als Headdrips interagieren, weil die Quick-Effekte haben, sich teleportieren können. Ist eine ganz weirde Mechanik. Ich weiß nicht, wie gut das wird. Das könnte ähnlich sein wie Elemental Battle, das auf einmal richtig broken ist. Keine Ahnung. Aber zum jetzigen Stand würde ich sagen, das Deck macht nicht so viel. Wenn wir das alles betrachten, dass diese drei Decks hier drin sind, ein bisschen was tun, aber nicht wirklich relevant sind fürs Meta oder keine Karten drin sind, die so Einzelkarten sind, die fürs Meta irgendwie relevant sind oder relevant sein könnten, wird in diesem Set auch kein großartiger Value drin sein. Solltet ihr das Set kaufen? Ich bin der Meinung, macht es nicht, kauft euch die Einzelkarten. Wenn ihr die Decks wirklich cool findet, kauft die Karten einzeln, die sind nicht teuer, die werden nicht teuer werden. Und dann spielt das Deck, was ihr spielen wollt. Das ist das, was ich euch empfehlen kann. Was ich ganz cool finde, sind die Collector's Rares. Denn da sind ein paar coole drin. Ich finde, also Snake Rain ist eine Collector's Rare, was ich ziemlich cool finde. Denn ich finde, die Karte hat es verdient, mit dem Archetype, der jetzt rausgekommen ist, das zu sein. Finde ich wirklich cool. Passt ganz cool zusammen, wenn ihr es wirklich machen möchtet. Es gibt ein paar von den neuen Archetypes, das Collector's Rare. Kann man auch so machen. Was ich persönlich ziemlich cool finde, ist Skullmeister als Collector's Rare. Das finde ich sehr nice. Und natürlich Pankotrops. Pankotrops als Collector's Rare. Ich glaube, Pankotrops hat, als es damals rausgekommen ist, einfach nur die falsche Rarity gehabt. Es hätte quasi als Secret Rare geprintet werden müssen, weil die Karte so insane gut ist, immer noch auf 1 ist und jetzt kriegt es hier den Treatment mit der Collector's Rare. Finde ich cool. Also, das ist eine gute Idee von Konami, das wirklich zu machen. Aber ansonsten ist da nicht wirklich viel drin, was die Reprints auch angeht, ne? Ihr habt so Karten wie Offering of the Snake Deity, okay. Rise of the Snake Deity, okay. Damage, gleich Reptile. Okay. Ignite, Reload. Why not? Wavering Eyes, die macht sogar Sinn im Set. Pot of Riches, whatever. Ayers Rock Sunrise. Okay. Vipers Rebirth, okay. Trade-in, for God's sake. That's a really good one. The Magister Paladin, okay. Und Ignista Prominence. Okay. Also es sind ein paar Reprints drin, die sind halt ganz witzig, aber die haben auch alle keinen Wert gehabt. Also die waren wirklich nichts wert. Die könnt ihr mit dem Archetype spielen. Das finde ich cool, dass es in sich halt geschlossen ist. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich mit dem Set auch ein Deck bauen. Aber das Deck macht halt nichts. Oder nicht viel zumindest. Um auf die Frage zurückzukommen von gerade, die ich schon beantwortet habe, solltet ihr das Set kaufen? Nö, macht es nicht. Ich glaube nicht, dass ihr das Set kaufen solltet. Wenn ihr natürlich sagt, ja, ich möchte aber unbedingt Packs öffnen, dann kauft es euch. Mein Gott. Es wird nicht viel kosten, das Set. Es wird auch keinen großen Value bekommen. Auf jeden Fall, dafür ist ein spannendes Set. Es sind neue Archetypes drin mit drei verschiedenen Mechaniken, was ich persönlich immer ziemlich cool finde, wenn die halt ihre eigene Mechanik haben. Die sind halt nur einfach nicht gut. Falls euch mein Content gefällt, lasst mir auf jeden Fall mal ein Abo da für den Channel, damit ihr in Zukunft nichts von meinem Video verpasst. Dann viel Spaß mit dem Opening von euren Karten. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.